fort. Nein, 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 ihr seid nicht Gruppe 2. Seid unbesorgt. Jawohl, wir bleiben hier. Stopp, lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich hab mit dem Verrat zugemassen gerechnet. Ja. So. Das ist nicht Gruppe 2. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ja, Herr. Ja. So. Okay, schauen wir mal, was bei rumkommt jetzt. So, wir hätten vielleicht den Buff vorher starten können. So, okay. Lasst die Furcht von euch abfallen. Lauf. Kämpft. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Lauft alle. Lauft zurück. Jawohl. Angriff. Macht die Reiter weg. Wenn möglich, buckt einen Rückzug über die Brücke. Wie ihr wünscht. Angriff. Wie ihr wünscht. Könnt auf die Brücke. Stellt euch dagegen. Darum. Ich tue mein Bestes. Auf die Brücke. Speere. Auf die Brücke, Speere! Wie ihr befehlt. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Oh Gott, die Brücke, da kommt ihr nicht rüber. Schützen jetzt zurück. Dafür sind wir genau die Richtigen. Wir haben 18 Sekunden. Rüber. Ihr werdet angegriffen. Ersteckt. Wird gemacht. Dafür sind wir. Ja, steckt auf der Brücke fest. Da kommt ihr nicht rechtzeitig rüber, oder? Das kann ich. Lauf. Wie ihr wollt. Ich habe ihm zu viele Befehle und er hat es doch geschafft. Richtige Seite? Nein, stecken geblieben. Laden. Diese Buggy-Brücke einfach nur. Wir müssen die Truppen direkt auf die andere Seite bringen, bevor wir das machen können. Ansonsten geht's nicht. Ja, Milord. Ansonsten geht das nicht. Wie ihr wollt. Die Schützen und die Speere müssen schon auf der anderen Seite stehen. Nein, ich habe schon wieder... Ich habe euch schon wieder in Gruppe 2 drin. Nein. Lasst das. Ihr seid Verräter. Wisst ihr was? Ihr seid entlassen. Ich möchte mich mit euch gar nicht befassen. So. So spannend wird der Wirbelschlag. Jawohl. Ja. Wir kümmern uns darum. Ich tue mein Bestes. Okay. Ja, Milord. So, 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 so. Die Brücke ist aktuell das größere Problem, weil Buck einfach drauf stecken bleibt. Er kommt da nicht rüber. Es ist ihm einfach nicht möglich, darüber zu kommen. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. So, sobald er draußen ist. Okay, jetzt alle dann zurück. Ja, ja, Herr. Wir kümmern uns darum. Auf in den Kampf! Ergreift sie! So, jetzt lassen sie auf der Scheißbrücke stecken. Wir bleiben hier. Halt! Halt! Ja, macht sie nieder! Wir bleiben hier. Halt! Okay, die Brücken sprengen passiert. Oh Gott, da kommt noch viel mehr. Er muss zuerst da sein. Also wenn nicht über die Brücke. Lass den Feind über die Brücke rüber. Komm schon, du schaffst das. Bleib nicht stecken. Ich gebe keinen weiteren Befehl. Wirbelschlag. Okay. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Wie soll ich mich konzentrieren? Schützen geht in Deckung. Irgendwohin. Wir kümmern uns darum. Oh Gott, ich glaube, unsere besten Hauptmänner sind gestorben. Unsere Generäle. Jetzt könnt ihr zeigen, oder unser einer am besten General ist draufgegangen. Ja. Bis in den Tod. Wir gehen hinter dem Lager vandalieren, sollen sie machen. Ah. Ah gut, das Lager hier existiert noch. Macht sie nieder. Eine eurer Verbündeten. Quicksave, nun da wir über die Brücke gekommen sind. Die Brücke war ein größeres Problem als die meisten anderen Sachen. Weil alles bleibt auf Brücken einfach stecken. Nein, rette die Kanone. Rette die Kanone. Sie kann vielleicht noch Nutzen haben. Nein, das ist aber noch ein weiteres Lager. Eric, mach dich bereit.
kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Das kann ich. Okay, geht alle hier rüber. Seid unbesorgt. Ja, Herr. Seid unbesorgt. So, bringt Gruppe 1 in Sicherheit. Oder in so viel Sicherheit, wie wir hier haben können. Und wir müssen jetzt zum Vogt. Aber was mit den feindlichen Reitern? Wo bleiben die? Kommen die nicht wieder hierher? Jawohl. Für euch doch immer. Ja. Natürlich. Gerne. Wo bleiben sie jetzt? Schützen gibt es da die Nahkämpfer zurück. Jawohl. Seht durch mein Fernglas. Sind die weg? Für euch doch immer. Mit Vergnügen. So, Uhr anmachen. Jawohl. Seht her. Wir sitzen tatsächlich eine ganze halbe Stunde länger dran, als was die Aufnahmezeit uns sagt. Okay, die sind einfach gegangen. Nein, sind sie nicht. Sie sind noch hier. Ich zeige euch den Weg. Sie werden nicht lebendig davonkommen. Seid unbesorgt. Gern, das kann ich. Und warum die Farbe jetzt eine grüne. Warum zählt jetzt eine grüne Farbe? Jawohl. Ja, Herr. Ich könnte. Von seinen Speeren ist nicht so viel übrig, um da wirklich Schaden an denen zu machen. Dort oben im Baum. Wir haben zwei Trupps übrig. Wir erledigen das. Ja, natürlich. Dafür sind wir genau die Richtigen. Machen wir aus denen Gruppe 7. Gern. Wir kümmern uns darum. Wie ihr wünscht. Sofort. Wie ihr wollt. Ergreift sie. Jawohl. Sofort. Lasset die Furcht von euch abfallen und kämpft. Attacke. Einer eurer Helden wird angegriffen. Bis in den Tod. Halt. Wir bleiben hier. So, er darf jetzt nicht sterben. Halt. Jetzt darauf müssen wir Acht geben. Wir bleiben hier. Stopp! Bis in den Tod! Halt! Wir bleiben. Schießt ihr wohl! Das ist dann. Das sind, so. Da ist noch jemand draufgegangen. Wir haben noch irgendwie einen Schützen verloren. Gut. Für euch doch immer. Jetzt mobilisiert das, was auch noch von unserer Armee übrig ist, rüber zum Vogt. Jawohl. Quick Save. Wir hätten die Scharfschützen verheizen können, die ganze Zeit über den Kampf. Aber ich hab's mir schon gedacht. Es war abzusehen, dass das ein Verrat werden würde. Deswegen habe ich den Truppen auch nicht wirklich vertraut, die wir da mitgebracht haben. Sofort. Gut. Mal schauen, ob Fenster uns auch verraten hat. Was? Tja, das könnt ihr vergessen. Meine Leute gehen zuerst über die Brücke. Ja. Sofort. Wie ihr befehlt. Ja. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Wie ihr wollt. Er geht als letztes rüber. Als ob ich jetzt zulasse, dass meine Truppen mir einfach wortwörtlich von der Zugbrücke gekillt werden. Wie dreckig das denn bitte? Vor allem, wenn uns offensichtlich jetzt aktuell jeder verrät. Zumal es aussieht, dass unsere Schwester hier mit ihrem komischen stotternden Boy-Toy hier die ganze Zeit diesen Unsinn macht. Und durchgehend hier dabei ist, Verrat überall durchzuführen. Wie ihr wollt. Sie war also nicht einfach nur die Komplizin. Sie war die Initiatorin, wie es aussieht. Ach, der kommt noch mit rüber, aber wollte unsere Leute sterben lassen. Absoluter Abschaum. Jawohl. Für euch doch immer. Jawohl. Ich sehe doch jetzt schon, da kommt, dass wir in Großteil dieser Armee entlassen werden müssen. Natürlich. Sofort. So, Quick Save.
Der Großteil von denen wird wahrscheinlich eine Entlassung erleiden müssen, weil, wenn wir dieses Dorf hier bekommen sollten, um was aufzubauen. Also speichere ich nochmal. Naja, wir können die zumindest bis auf die Hauptmänner runter entlassen. Mein Freund! Erschöpft wirft Buckle seine Hand... Nein, wir sind wir selbst. Mein Freund! Erschöpft wirft Buck seine Hand auf die Schulter des Vogts. Ich weiß, dass ihr euch beim Gedanken an Lord Omar selten wohler wird. Doch kann ich euch nichts berichten, dass euch dieses Gefühl berauben könnte. Wir wurden verraten. Viele Männer liegen nun im kalten Schlamm. Erbarmungslosen Reitern zum Opfer gefallen. Wir müssen uns nun erst wieder sammeln. Und ich euch erneut um Beistand bitten. Der Vog mustert Buck abschätzig. Ich hab's mir gedacht. Er wischt die Schulter ab. Auf die Gefahren, mich zu wiederholen. 8 Jahre sind für mich eine lange Zeit. Wie lange, denkt ihr, bin ich bereit zu warten? Soll ich denn im Grabe liegen, ehe ihr euch dazu entscheidet, den Thron zu besteigen? Es wäre eine denkbar elegante Weise, euch eure Versprechen zu entledigen. Ich gebe zu, schleichend dem Gefühl zu erliegen, einem Betrug zum Opfer zu fallen. Soviel zum Thema Freundschaft. Ihr müsst die Welt ehrlich beurteilen. Und wenn dazu nicht imstande seid, würde ich es euch erklären. Euren Stand ließ mit meinen Männern zurück. Euer Anspruch bestand und verhalte. Fernerhin steht es euch zu, euch zwischen meinen Dienern zu reihen. Nicht zuletzt, um die Verluste, derer ihr schuldig gemacht habt, auszugleichen. Reumütig stellt sich Buck zu einem der Arbeiter und lässt sich von dem Ruppig eine Schaufel in die Hand drücken. Der Arbeiter schaut ihn an, dann zum Vogt, kaum hörbar grummelnd. Wer redet? Der Arbeiter wahrscheinlich. Ihr also jetzt auch? Hoffentlich legt ihr keinen Wert auf einen geraden Rücken. Ein Bergmann nimmt seine Arbeit in einer Mine auf. Ein Sägewerker beginnt... Wir sollen eine Kaserne bauen, wie es aussieht. Ein Bauer beginnt, eure Siedler mit Mahlzeiten zu versorgen. Sofort. Nun... Ach, wir haben keine Burg, wir können keine weiteren Leibis ausbilden. Genug Wohnhäuser durchlaucht. Okay, das Spiel würde uns sagen, wir sollen eine Kaserne bauen. Alle Bauernhöfe sind belegt. Baut erstmal die Minen. Einige Siedler haben nichts zu essen. Haben wir noch eine weitere Mine irgendwo? Baut die Kaserne. Nach dahin. Ja. Dafür sind wir. Die Arbeiter bauen uns einfach eine eiskalte Kaserne. Der Vogt einfach ganz dreckig hier. Was würde ich jetzt geben für ein warmes. Die Soldaten stehen nicht auf unserer Seite, wie es aussieht. Keins mehr frei. Wir können das Geld gleich in Stadtwache. Ich sehe nun, wie es ist. Ihr seid kein Streiter für das Rechte. Ihr seid Aufrührer, ein Agent der Unordnung. Jetzt hetzt ihr meine leidigen Leute gegen mich auf. Ihr scheint gar nicht anders zu können, als an allem Harmonischen zu zünden zu lassen. Lasst mich dieses Feuer für euch löschen. Es ist allerhöchste Zeit. Euer Dorf steht unter Beschuss. Mit Vergnügen. Nun gut, dann ist es so. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. So haben wir also kurz mal... Eigentlich muss es gar nicht. Eigentlich hätten wir die Truppen gar nicht ausbilden müssen. Wir haben unsere eigenen. Wisst ihr was? Wir entlassen die hier. Verschwendung von Geld gewesen. Für euch doch immer. Ja. Folgt mir in den Kampf! Ja. Natürlich. Wie ihr wünscht. So. Denkt ihr wirklich, ihr könnt uns jetzt einfach da das aufbürden? Wir haben immer noch unsere eigenen Truppen mitgerettet. Wir haben seine geopfert, um das zu tun. Es beginnt zu regnen. Es ist Zahltag. Ja. Aber unsere sind einfach besser. Ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Feinde haben... Ja, unser Geld ist jetzt weg. Ich hätte das Geld eigentlich am liebsten in die Stadtwache gebunkert. Um den Zahltag so zu entgehen. Lehrt sie das Fürchten. Nur Mut. Wir werden siegen. Haltet die Augen offen. So.
So viel zu dieser Loyalität. Sofort. Wird gemacht. So soll es sein. Wenn irgendwelche Truppen rauskommen, möchte ich die Wegwirbel schlagen. Ja. Das ist alles, was du hast? Wie ihr wollt. Ja. So soll es sein. Da meint er uns, die Knechten zu dürfen? Verreckt. Attacke. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Euer Wunsch ist mir Befehl. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Halt! Auf in den Kampf! Für die Ehre! Stürmt die Burg! Und Ehre! In Ordnung! Auf in den Kampf! Auf in den Kampf! Attacke! Für so. Und Ehre! Ergreift sie! Einen Moment, ich muss kurz was prüfen. So und so. Angriff. Für euch doch immer. Okay, die Burg ist jetzt unser. Das Geld ist unser. Ja, wird gemacht. Ja. Gruppe 0. Die Kaserne weicht. Wir bauen die Stelle der Kaserne eine Hochschule, sobald wir den... Können wir nicht. Wo können wir unsere Hochschule denn setzen? Hier hinten hin? Machen wir. Ihr seid Gruppe 9, repariert die Burg. Wir haben keinen Bevölkerungsplatz mehr übrig. Wir brauchen Bildung. Ja, ja, mein Herr. Das kann ich. Ja, natürlich. Wir müssen es neu sammeln, ehe wir da wieder angreifen. Wir haben keinen wirklichen Zugriff auf mehr Bevölkerungsplatz. Das bedeutet, wir werden wahrscheinlich wirklich einen Großteil unserer Truppen entlassen müssen. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Wir lassen die Hauptleute stehen. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Haben wir Zugriff auf Eisenhaufen? Genug Wohnhäuser durchlaucht. Es gibt nicht genug zu essen. Nein, haben wir nicht. Wir haben kein Eisen hier. Die Schwerter werden nicht angetatscht. Wird gemacht. Bildung, damit wir hier ausbauen können. Und dann sorgen wir für eine vernünftige Nahrungsversorgung hier. 1, 2, 3, 4, um Gruppe 8 auszubilden. Auch hier hinten haben wir ein bisschen Eisen. Okay, gut, wir können so Schwerter also auch ersetzen, wenn es sein muss. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Ja, Herr. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend. So. Gehen wir auf Hauptmänner runter. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehabt. Gut, viel Platz. Wir haben schon nicht so viel Bauplatz. Das heißt, Schönbau wird wieder ein bisschen schwieriger werden. Wird erledigt. Es ist Zeit. Folgendes ist abgeschlossen. Konstruktion. Eine Kapelle wird hier hinpassen. Wie gesagt, gedreht wird nicht wirklich was. Weil kein Bauplatz existiert. So, die Kapelle. Ihr habt nicht genug Wohnung. Ach, hier hinten hin. Natürlich brauchen wir eine. Das gehört einfach dazu. Noch ein Wohnhaus noch dahin. Konstruktion wird hier geforscht. Setzt noch einen Bauernhof nach hier hin. Gut, wir können die Stirn jetzt hochdrehen, wenn wir wollen. Würden wir gerade nicht wirklich von profitieren, zumindest nicht viel, wenn es dennoch machen. Der
Aussichtsturm kann weichen. Für den Moment. Es gibt zu wenig Betten. Die Kanone kann gehen. Ein Priester tritt in eure Dienste. Sofort, wie ihr wollt. Die Brücke steht wieder. Die Brücke ist eigentlich gesprengt. Wir kommen also hier wieder zurück, wenn wir Eisen sowas wollen. Okay, das ist gut. Haben wir in unserem alten Lager noch irgendwelche Truppen, die wir nutzen können oder sowas? Aber gern. Ausbau fertig. Gibt es noch irgendwas, was wir noch mitnehmen können? Oder ist es einfach wegdesertiert? Oder geht das Spiel einfach davon aus, dass es alles, was damit involviert ist, tot ist? Was ja auch sein kann. Was sogar sehr realistisch wäre. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Haben Sie die Seiten gewechselt? Steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ja, natürlich. Für die Ehre! Jetzt sollen Sie sehen, mit wem Sie es zu tun haben. Jawohl, Herr. Ja, natürlich. Der Sieg wird unser sein. Geschafft. Wie Lauf. Ihr wollt. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wie ihr wollt. Sofort. Komm zurück über die Brücke. Wie ihr wünscht. Das ist Wucher. Unverschämtheit. Senkt die Steuern. Vielleicht. Macht diese Bäume hier weg. Können wir drüber nachdenken, was zu tun. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben. Jetzt aber hier noch ein weiteres Wohnhaus hin. Das sollte dann hoffentlich das meiste Kontrolle kriegen. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Hab Holz gefällt. Bewacht das Gebiet. Ihr werdet alle. So, hier hinten können sich die Leute schön prügeln. Da unsere Leute gebufft sind, werden die da ein bisschen besser arbeiten können. Wir waren mal gebufft. Ausbau abgeschlossen. Ist unser Hauptmann gestorben? Da Tatsache, unser Hauptmann ist sterben. Ja. Bis in den Tod. Es ist Zeit. Okay, wir verlieren zum Glück nicht nur, weil er gestorben ist. Die Steuern zu hoch sind. So, fokussiert immer einen runter. Und zwar die Stärksten. Der Kundschafter hier macht inzwischen ganz schön was in Schaden. Ja. Ihr werdet angegriffen. Macht sie nieder. So, jetzt den hier. Männer, wir gehen auf Patrouille. Festung steht, gibt uns das Handelswesen. Wenn wir möglichst schnell eine Kathedrale stehen haben. Wir setzen hier eine Ziegelhütte hin. Hier hinten ist Platz für eine Steinmetzhütte. Dann kommen wir dann unsere Sachen ran, die wir brauchen. Jawohl. Wir erledigen das. Jawohl. So, wir sind verfeindet mit allen und jedem. Wir haben relativ wenig wenig Bauplatz, dementsprechend bauen wir ein paar Sachen aus. Die Wohnhäuser werden kurz ausgebaut. Wir halten genug Eisen, genug Steine, damit wir an den coolen Kram rankommen können. Also das Zahnrad. Für unsere entsprechenden Ausbauten. Und nicht wirklich für die Ausbauten, sondern eher damit wir ein Steinmetz bauen können. Dann setzen wir hier noch einen Bauernhof hin. Gedreht. Hier oben können wir ein bisschen Bauplatz für Kasernen und derartige Sachen später nutzen. Hier können wir frei roden. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Eine eurer Sägewerker ist traurig, weil die Steuern zu hoch sind. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Forschung abgeschlossen. Ja, natürlich. Ja, euer Wunsch ist mir Befehl. Ja, Herr. Dafür haben wir einen weiteren Bastardschutzkämpfer verloren.
Gefährlich, wir werden noch mehr verlieren. Der Feind kommt mit schweren Reitern. Wir werden am besten schützen und wahrscheinlich unsere eigenen schweren Reiter aufstellen. Gruppe 8 hackt hier hinten frei. So. Handelswesen erlaubt uns das Stadtzentrum natürlich auch noch. Die ganzen Lehmhaufen können hier bei Zeiten weichen. Gruppe 7. Lehm. Lieber als das. Auch seid gesegnet. Aber sicher doch. Gut. Wir legen mal einen neuen Spielstand an. Wir haben sehr viele Spielstände auf dieser Karte inzwischen. Dafür, dass sie eigentlich relativ klein ist. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. So, um Eisen müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir haben mehr als genug von dem Zeug. Das heißt, wir können ohne zu zögern auf einen Blästenschützen hochgehen. Und dann damit vorrücken. Nun über das Wissen über eine neue Technologie. Ja, macht schon mal die Alchemie. Gruppe 0, wir wollen die Steinmetz jetzt aufstellen. Baut ihn nach. Ersten zumindest nach hier hinten hin. Ja. Und schaut, was da rumkommt. Was der steht, können wir uns daran setzen, die Zitadelle aufzustellen. Indem wir Gruppe 9 losschicken, um ein paar Steine zu schlagen. Gruppe 0 kann er gleich mitmachen. Ein Steinmetz tritt in eure Dienste. Es ist soweit, ihr könnt euer Haupthaus ausbauen. Wir könnten. Wir erforschen aber nach der Alchemie gleich. Wir bauen nach der Alchemie gleich erstmal die Universität auf, damit wir schon zur Kirche hochgehen können. Wisst ihr was? Eigentlich könnten wir die alle entlassen. Genau die richtigen. Naja. Die Forschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Könnten es nicht müssen. Gut. Seid gesegnet. Was wir halt müssen, ist, diese Stadt hier ein bisschen zu industrialisieren. Einer eurer Priester ist niedergeschlagen, weil die Steuern zu hoch sind. Und dann? Dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und er... Gruppe 7. Aktstein. Buchdruck. Nein, nicht Stein, hackt Lehm. Genau. Wisst ihr was? Geht lieber Steine hacken. Kein Problem. Wir brauchen die gerade schneller. Und die Steinmütze werden wir noch ein bisschen brauchen, das zusammenzukriegen. Hier hinten wird erst ein Bauplatz freigeräumt, damit wir uns einen Schießplatz und einen Stall aufstellen können. Und darauf werden wir dann unsere Armee basieren, schwere Reiter Arbalesten schützen und die räumen dann auf. Wir haben mehr als genügend Eisen für unsere Armeen. Alles, was wir brauchen, sind ein Lager und vielleicht 3 bis 5 Schmieden. Falls wir ihn überhaupt in den Platz untergebracht bekommen.
Nächster Zahltag ist Ziel Stadtzentrum. Ebenso wie vielleicht der Ausbau zur Kirche.